Der hebt die Hand, aber da ist noch einer. Ist das hier? Wer ist das? Du hast ihn. Du passt dahinter. Zombies. Auf was schießt ihr eigentlich? Auf fünf Feinde. Jetzt nicht welche, aber wir werden beschossen. Okay. Einfach zurückfeuern. Naja. Bestimmt wieder Friendly Fire. Naja, sie haben schon zwei von uns rausgeholt. Ich order eine Predator. Ich glaube. Mach mal Platz für Keks! Keksi! Oh, Keks! Oh! Keks! Oh. Geht alle aus dem Weg! Alter, Musik! Dürfte ich mal vorbei, bitte? Das wäre echt nett. Der ist noch nicht da. Ich weiß nicht, ob er mich im Fernsehen lässt. Der ist schlecht. Hey, Traktionsleiter auch noch von kurz und knapp genau. Ich hoffe, ihr habt heute euren Spaß. Ich habe gesehen, wir haben uns ein bisschen Mühe gegeben, sehr viel Mühe gegeben, würde ich sagen. Sitzt an der Stelle, wo was ist noch der Gang so gesperrt. Und hier hinten eine Ruine, die zusammenfällt, mit dem Flatterband abgesperrt ist, darf auch nicht mehr bespielt werden. Es ist zwar alles soweit hier standsicher, aber wir wollen noch nicht, dass einer einen Abgang macht. Und ansonsten Augen auf dem Gelände. Es gibt diverse kleine Hindernisse, über die man das gut durchspielen kann. Abweichen, weil wir sonst haben wir da oben keine Lautsprecher draufstehen. Diesmal bitte, da wird nicht drauf geschossen. Ansonsten denke ich, bin ich soweit durch. Ich gehe weiter zum Spielablauf. Sollten irgendwelche Fragen bestehen, immer jemanden von der Orga ansprechen, mich ansprechen, bis ums Regelwerk geht. Wir helfen euch gerne weiter. Das ist möglich. Das kann jederzeit gewechselt werden. Dann denke ich, steht die Planung soweit. Wir müssen dann erstmal noch klären, ob wir die Baracke direkt gegenüber einnehmen oder leicht versetzt. Das ist gut. Ich werde vorne Bereich an Straße und übernehme die Geldeinnahme von Freiheit. Schießt sie an, schleift sie her und dann werden wir sie her exekutieren.
Achso, eigentlich wollten wir das jetzt mit Mokli machen, aber du warst schneller. Ich wollte ja noch. Keine Ahnung, was du blöd. Hallo Mokli. Hi, okay. Was erwartest du von The Zone? Kommt zur Zone, haben sie gesagt. Da seht ihr authentische Leute, haben sie gesagt. Ihr seht was von Zone, haben sie gesagt. Das heißt, was ich bisher gesehen habe, war, ich weiß nicht. Lächerlich bis Dios mio. Das ist Mokli, Moderator im ASVZ. Ich filme ihn, damit ich mehr Klicks bekomme. Er ist eine berühmte Persönlichkeit. Ja, du hast was umsonst oder dürfen wir noch nicht rein? Das ist heute aber nicht Motto. Doch, das ist Jahresmotto. Cupcake. Wunderbar. Und wir haben Kerzen. So, Feuer. So, ich hab Feuer. Ich finde, hier richten wir uns ein. Ja, und wir machen so romantische Kerzen. Jeder hat ein Fenster für sich. Das ist doch super. Ja. Ah, jetzt kommt es. Oh, hängt er nicht. Das ist eine unwichtige Person. Wir laufen mit der Kamera um ihn herum, damit er wichtig wirkt. Ich bin immer wichtig, weißt du doch. Ich bin die wichtigste Person hier. Bisher ist es erbärmlich. Er trägt einen Eastpak-Rucksack, damit er authentisch wirkt. Ich hab deinen Eastpak-Rucksack getroffen. Ist cool, oder? Ja. Ich hatte 30 Minuten Zeit, ohne zu wissen, worauf ich mich einstelle, um mir meine Sachen zusammenzupacken. Ich wusste bis gestern gar nicht, dass ich nach hier fahre. Okay. Hier werden fleißig Windows-Updates gezogen. Neustart in 13 Minuten. Sollte man das später machen? Ein iPad, ich mag Apple-Geräte. Freiheit geschlossen. Sie dürfen vorne normal passieren. Ich gehe das auch vorne am Checkpoint noch sagen. Sollte ich mit ihm reden? Ich glaube ja. Tschüss. Hauptquartier an alle Checkpoints. Freiheit darf kostenlos passieren. Doch, ist die Zone schon zu Ende? Hallo Heiter. Ich bin heute hier nicht fürs Spielen zuständig, sondern ich sehe zu, dass wir schönen Ton haben. Hast du mal oben auf den Tunnel geguckt? Ja. Dass wir Nebel haben und hier gleich alle mal richtig zuquallen können. Und aktuell bin ich mit Charlie, die ist drüben am Pultplatz in der Turnhalle, am Checken, ob die Dinger da unten auch laufen. Wie viel Kilometer XLR-Kabel habt ihr mitgenommen? Ich habe ungefähr 400 Meter XLR-Kabel dabei und habe davon eben, also allein von der Turnhalle bis hierhin gehen 120 Meter, von drüben bis hier nochmal 30 und von hier bis rüber nochmal 70, also ungefähr so 300 Meter. Na gar nicht wahr, ich kann gar nicht rechnen, also 200 Meter. Das ist echt krass hier. Wir haben ein Haus entdeckt, was vorher noch nicht da stand. Mysteriös. Hallo, echt russischer ACE-Saft.
Die Waffe kenne ich doch. Die kennst du. Ich kenne alle. Lennart, brauchst du Hilfe? Kann ich euch helfen? Kann ich euch helfen? Das war unsere Frage. Ich bin der Förster. Du hast es eine gewaltige Axt. Mit dem bring ich jeden um. Hier, der schmeckt gut wie Fleisch. Ich bin wie Millimeter in Kalpillin, ja. Sauer bist du auch hier. Kann ich euch irgendwas anbieten? Was hast du? Was hast du? Echt russischer ACE-Saft. Was kostet Kamera? Ich kaufe Kamera. Unverkäuflich, könnt ihr euch nicht leisten. Radioaktiv, Uranantrieb. Ich geb dir 5 Rubel. Ich geb dir 50 Rubel. Was krieg ich? Ich geb dir fetten Schuss. Was krieg ich für 50 Rubel? Kaufen kannst du mir nicht. Ich kann nicht aber kaufen. Ich kann euch Aufgaben geben. Aufgaben geben. Bekommt ihr Geld von mir. Was hast du Aufgaben? Gib mir Aufgaben. Ihr müsst für mich einen Laptop finden. Was für eine? Ich glaube, er war grün letztes Mal und eine Aufschrift war drauf gewesen, eine Zahl. Wir bringen dir, was bekommen wir? Was ist, wenn wir dir bringen, blaue? Hey, ich hab nicht geschossen und schieße ich zurück. Hier ist friedliches Gebiet oder? Alle, ja, was ist alle Klappe aus. Keine Angst, ich auch nicht. Alles gerade ziellos allein durch die Gegend? Ah ja. Das passiert. Ja. Erster Mann, zweiter Nummer, dritter Rückentwicklung. Ja, ich sehe da Leute, wir setzen uns hier ab und gehen in den Barack. Alles gut. Okay. Komm nach. Ich werde dafür, ich gehe von der Seite ran. Durch die Hecke oder wie? Am besten bist du, Christian. Darum. Lasse, geht darum. Das ist halt auch noch vom Militär. Wir setzen uns ab, ich habe keinen Plan, wie viele das sind. Wir setzen uns ab zur Bar. Los, wir gehen zur Bar, denn los! Wir haben keine Chance, dass wir uns da halt du die Stellung im Auge, hier bei dem Bau. Ich verklebe mich die Kirche heute. Ich bin im Feuerwehrfall gegangen. Ich weiß jetzt nur nicht, wo Kilcher und der Rest bleibt. Keks, das ist, ich bin keine Hauptdarsteller in diesem Film. Doch! 51 Leute, die da waren, oder? Wir haben
Wir hatten NSCs. Wir hatten verdammt, verhauen. Fällt ich auf, wir sind so cool, wir tragen alle Halsbänder. Wir sollten jetzt unseren eigenen Kreis gründen hier. Die haben aber auch... Ja, ich glaube, die können angeheuert werden. Das ist auch scheißegal, ob was die können. Ja, aber es bringt uns ja nicht, wenn wir kein Ziel brauchen, dass die Feuerkraft brauchen. Es gibt Ziele? Ja, irgendwie schon. Aber ich meine, wir haben das. Ich habe dadurch davon mitbekommen. Warum soll ich in Deckung gehen? Was macht ihr hier so? Ja, so ein bisschen Faktor. Habt ihr außer Artefakte suchen noch Missionen? Momentan noch. Reichtum der Freiwelt, Herr Fred. Yeah! Weg! Uhrzeit! Oh, noch mehr Leute, die filmen. Screenshot. Ich habe ein Foto gemacht, aber wenn ihr noch eins machen wollt, dann macht das. Nebenbei gegenüber wer drin. Ja, das dürfte Wächter sein. Weiß ich nicht. Okay, jetzt kann auch das da draußen. Wo geht's aber noch? Was ist die Aufgabe der Lüfter? Die zu beschützen, die nicht auf jeden schießen.
Monster, den man erschießen kann? Aus Zombie-Filmen wissen wir, in Autos finden wir manchmal nützliche Items. Nicht aber hier. Wie ich es prophezeit habe. Ist ja wie Ostern quasi. Nur ohne Ostereier. Ich mache jetzt dämliche Kommentare, damit dieses Video spannender wird. Na. Du musst das kommentieren. So Let's Play mäßig. Ja. Saison 1, das war noch richtiges Speedgame. Hier muss man warten. Hier ist nix los. Wir müssten so irgendwie alle Leute zusammensammeln in die Halle und dann eine Gundam-Style-Break machen. Yeah! Oh, das machen wir, oder? Leider kam er zu spät. Aber er sucht dennoch weiter. Wird er in die Grube hinabsteigen? Da sieht man auch nichts. Einfach mal rein, oder? Am besten mit einem neuen iPhone reinleuchten und dann. Ja, da gibt es keine Hochsteigmöglichkeit. Ich gehe da nicht runter. Dann gibt es nur den Weg hinab. Nee, ich glaube, unterirdisch sollen wir sowieso irgendwo rein, außer Keller. Komm wieder runter, beide. Raus. Geht das auch für mich? Akku raus, Speicherkarte raus. Wie wir hier sehen, ist Airsoft auch nur Pay to Win. Was müssen die da machen? Die sich die meisten Nebelköpfe kaufen, haben die totale Macht. Nebelköpfe? Nebeltöpfe. Das sind die Parteiung. Sieht denn das noch nie so draus erzeugt, wa? Aber ich nicht verstehe. Dieser Mann! Ey, du bist ein Zelda. Du bist ein Söldner. Komm mal mit. Wir trinken jetzt Wörth rein und dann haben wir uns schon was. Ja, ihr könnt die Jungs. Danke, komm mal mit. Wir brauchen dich. Jetzt keine Zeit. Wir haben gehört, du sollst der Beste. Wir brauchen dich. Nimm die Jungs. Servus! Dachte, wenn ich irgendwo gegenrenne. Keks läuft rückwärts. Äußerst riskant. Fraktion Militär! Ich bin schwer verwundet. Funk ist an die Federn! Mir tut weh an meine Seite. Ich blute. Können dich transportieren. Transportiere mich. Oh du, Funk ist an die Täter. Herz zerreißende Zehen. Verzweifelt. Versuchen sie ihren Kameraden zu retten. Moment, ihn kennen wir doch. Alles voller Verwundeter. Ja! Glück dir! Leute!
Er ist am Verbluten. Dann werden wir schon so scheiße bezahlt, dann bleiben wir uns auch noch ab. Wie viel Blut hast du noch? Kannst du deinen Ladebalken sehen? Siehst du schon die Sanduhr von Daisy? Tot. Daher kommen die Störgeräusche. Genau, wenn nicht, aber haben wir Abwehr schon. Ich habe nicht die ganze Zeit überlegt, wer trägt denn hier ACT? Sauber. Nächstes Feuer. Muss Antisch werden? Was ist das? Da vorne ist einer von uns. Wer braucht unsere Hilfe? Die Wächter. Okay. Wie hat jemand die Artillerie bestellt? Habt ihr die Artillerie bestellt? Der springt nicht an. Du hast nicht zufällig eine Zange? Nee. Versuchst du ihn kurz zu schließen, ja? Nein, ich versuche Teile hier rauszuziehen. Der Techniker kauft alle mögliche Scheiße. Wie geil. Wir spielen jetzt mal Asker und warten, bis irgendwer umfällt. Und dann bis die Banditen beiseite sind. Wird geplündert. Theatralische Haltung dazu. Er ist aggressiv. Was machst du hier? Was machst du hier? Einfach nur aufpassen, dass wir durchkommen. Ah, okay. Was bezahlen müssen. Kommt auch jemand durch? Erstmal nicht. Nee. Wir sind nämlich gerade durchgekommen, ohne was zu bezahlen. Ja, versagt. Du. Reaktor. Wir wagen es. Wir wagen es jetzt in die Nähe der Atomarstrahlung. Hier wird jemand entführt. Haltet die mal ein Auge da. Hier. Bleibt hier stehen und sehen. Wir machen bitte. Weißt du, was total heftig ist? Sieht hier aus wie Gruppentreffen. Ja, echt ein Hauptquartier. Ja, ich hatte gerade recht. Ich hatte auch gerade Bock gehabt. Wir hatten auch gerade. Adama, wir sind im Hauptquartier. Wir kaufen den dritten Wächter auch noch und fangen dann die Verhandlungen mit diesen blöden Männern an. Die Strahlung tötet euch! Muss ich auch noch Sicherheitshinweise geben? Soll ich einen Reiseführer schreiben? So nah leben wir noch damals. Und Kicks, wie läuft es bisher? Gute Bilder? Darf ich dir auch einen Schluck anbieten? Nein. Exklusivbericht von einem Teil, den ich wirklich nicht tolerieren kann. Wir waren in der Bar und haben dort vom Barmann eine Runde Kurze ausgegeben bekommen. Wir denken natürlich Wasser. Was war's? Wir haben wirklich einen Wodka ausgegeben bekommen. Was ich aber erst gemerkt habe, nachdem ich es runtergeschluckt hatte. Mi. Da muss ich ehrlich sagen, auf einem Spielfeld geht sowas nicht. Nein. Mein fetten Respekt an den Typen, der hier sein Auto parkt. Das ist für die Endcredits. Oh. Dupe, Neustart. Windows wird heruntergefahren. 2 Stunden Akku. Hast du noch 2 Stunden? Ja.
eine Ware, die ihr anbieten kann. Ein heiliges Lenkrad der Monolithen. Leichtbauversion, Sportversion für die Rennfahrer oder hier. Ganz viele Nebeltöpfe. Wie auch immer. Habt ihr auch Nebeltöpfe? Ja. Ich kaufe euch ab. Aber seid ihr mit irgendwelchen Jahren verbündet? Ja. Okay. Ihr habt ja nicht die Die Mission. Er allein gegen den Baum. Da, 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 da. Und die Wartemusik dazu. Ich weiß nicht, wo die Wissenschaftler sind. Ich habe keine Ahnung. Das ist doch Barake gegen den Bau. Was sind Wissenschaftler? Oh ja. Renata verstarrt, der Baum kriege ich nie im Leben durch. Die verkaufen wir jetzt selber. Eine Blutkonserve von dem Spiel. Was sagst du? Was kriegen wir dafür? Wo verkaufen wir die jetzt? Da drüben. Oh. Können wir was bei dir verkaufen? Dann war der erste Versuch gerade gescheitert. Wir werden später noch mal mehrere machen. Was bekommen wir hierfür? Das ist das Gegenmittel gegen Zombies. Das ist sehr wertvoll. Mein Hund lag hier direkt vor deiner Bar. Ich will Geld. Gib mir Geld. Quatsch. Danke. Ja, mit Geld. Schädel mehr. Bringen wir auch das nächste Mal was mit umsonst. Gib mir Geld. Was bekommen wir für dieses Gegengift? 20. Ja damit. Ja damit. Ist 20 viel? Keine Ahnung. Was kriegen wir für solchen Rauchpott? Ja. Yeah. 20 Rubel, danke. Was? Dafür kriegen wir auch nur 20 Rubel? Gott, komm, wir gehen jetzt Rauchpott suchen. Ja, wir laufen hier durch den epischen Gang und wir haben schon 20 Rubel. Wir müssen jetzt unbedingt auf ausgehen und so. Und ich fühle mich voll doof, wenn ich mit meiner Kamera rede. Ja, yeah, bin ich da drauf? Wir können auch gerne eins machen, wo wir laufen. Du, komm zurück. Lauf mal durch das epische Gebäude durch mit dem Rauch. Spinne eingefangen. Leute, kurze Frage, könnt ihr mal durch so ein Gebäude durchlaufen? Alle.
XLR raus und auf Manual. Okay, ihr könnt jetzt da rein. Könnt ihr rein? Ja, ja. Scheiße, Freiheit. Oh. Ja. So. Ich hab's auch vorhin so gemacht, aber die Nein, es ist Orga. Achso, okay. Wir brauchen ihn noch für unser, wir brauchen dich noch für unser Video. Trink das jetzt einfach. Und dann bist du wieder, lebst du wieder hoffentlich. Und war es Gift? Nein, das habe ich wieder belebt. Wie belebt man jemanden wieder in dem Spiel? Ich habe es nicht verstanden. Da gibt es irgendwie tausende Möglichkeiten. Zum einen dieser Tage. Also die sind noch bei uns, oder was? Ja, da Blutkonserven. Nein, und du hast ihn jetzt gebankt, oder was? Ach so, okay. Aber dann ist der andere noch drin. Das haben wir ja gerade geklärt. Ja, ich kann auch mit rausgehen, das ist kein Ding. Gehst du mit raus, oder? Ja, ich gehe mit raus. Je länger man damit filmt, desto besser ist es. Also, es tut immer mehr weh. Man muss damit klarkommen. Ja, ja, das ist lustig. Also es geht mittlerweile. Perfekt. Okay, wir versuchen uns jetzt GTA-Style hier die Karre klar zu machen. Erstmal checken wir. Oh. Das ist noch von der Pony-OP. Wir machen uns jetzt hier die Karre klar. Das funktioniert, das muss funktionieren. Jetzt filmen wir Eistee, damit unser Video noch mehr Klicks bekommt. Das ist Eistee. Noch mehr berühmte Persönlichkeit in meinem Video. Er hat 700 Abonnenten. Das ist quasi der Gott der Airsoft-Szene. Wollte ich vernünftig filmen.
geil, schon wieder. Ich habe schon wieder jemanden auf Video, wie er sich fast hinpackt. Dann kann man so eine genialen Aufnahmen hier machen, quasi. Sowas hier, ne? Und so. Das hier ist ein Altmetallhändler, Sammler. Warum sammelst du Altmetall? Naja, es kam vorhin die Ansage, dass wir dafür... Wie viel Rubel kriegen wir für so ein Ding? 20. 20? Ja. Coole Sache. Also, Müllsammler, Pfandsammler in der Zone. Ah, okay. Ich will einen Film, wie er läuft. Achso, alle hauen danach ab. Wo wollt ihr alle hin? Wir sind so cool, wir rennen hier allen Leuten hinterher. Total sinnlos und filmen sie dabei, wie sie durch die Gegend laufen. Ja. Was machst du hier, außer durch die Gegend laufen? Den nächsten Auftrag holen. Okay. Hab gut. Weil jetzt gerade die Lage ein bisschen unklar ist und wir uns halt die nächsten Punkte sichern wollen. Okay. Safe Zone. Zählt als Safe Zone. Schade, was für eine Antwort. Das Chaos hier musst du filmen? Ja. Gott, das sieht so schlimm aus. Boah, ich werde bestochen. So sieht Chaos aus. Ich hab gedacht, ich verkrank total. Was ist das Heidekrug-Plüschchen? Haben wir. Hier ist mein Zentrum. Was nämlich keiner weiß ist, ich bin der Banditenkommandant, renne hier aber so rum und dadurch hält mich keiner auf. Ich verbinde die Leute hier für Arzt und wir können Zeug hierher transportieren und niemand macht was. Also, Edge an alle, die blind an mir vorbeigelaufen sind. Ihr könnt reinkommen. Bitte stehen bleiben. Werdet dekontaminiert. Okay, können weitergehen. Der nächste, dekontaminiert. Wir haben keinen Nebel mehr, du musst so rein. Oh mein Gott, runter, wir haben Helikopter. Ja, uns ist ein bisschen langweilig. Wir suchen jetzt ein paar Artefakte, oder? Jo. Wir verkaufen die aber beim Händler. Komm mal rein. Okay. Also, ey Leute, es ist gar nicht so schwer, Artefakte zu finden. Man muss nur auf den Boden gucken. Oh yeah. What the fuck? Stirb, Händler! Stirb! Okay, jetzt haben wir die ganzen Einnahmen hier. Inklusive ein Trollface von der Pony-OP. Oh yeah. Wie ich die abralle, ich kann damit bestimmt Menschen töten. Gangster-Style. Halt sie schräg, den Todesschuss. Um die Ecke. Oh, das ist noch ein cooler Move. Gangman-Style.
wird ja auf mich geschossen. Gut. Da kam die Kugel glatt zurück hier. Alle denken, wir filmen nur, aber in Wirklichkeit spielen wir hier aktiv mit. Und wir haben auch langsam das Gefühl, wir sind die aktivsten hier im Spiel. Getarnt. Also getarnt. Fotografen. Vor allem mit einer getarnten Kamera, ja? Mhm. Ah. Muss was sein. Das letzte Härchen vom Verband wird auch noch genutzt. So, wo sind da einen raus und mit einer drinne? Wir filmen wieder Eistee, weil die Leute berühmte Persönlichkeiten auf YouTube immer sehen wollen. Dies mich mal nicht immer. Troll. Du disst dich selber. Wir sollen hier mal Rasen schneiden. 22. 27. 27. Wie viel Blut hast 20, du noch? Ja. 20 gibt es leider nicht mehr. 19. Okay. Du musst jetzt noch 5 Minuten hier liegen bleiben. Jo. Weil ich muss dich operieren. Marco, wir gehen gleich vorwärts. Siehst du schon die Sanduhr? Genau. Ich sterbe. Wo willst du denn hin? Kannst du dich ja einfach ausloggen, wieder einloggen? Respawn. Das klappt leider nicht so. Verdammt. Ich kann ja erst nur eine Wiederbelebung machen. Was denn? Was? Nein, aber ich kann nicht mehr. Die OP, wie immer. Corpus verpennt auch diese OP. Ja. Warte mal, Case. Ich geh mal schnell vor. Wir sind so cool, wir filmen uns jetzt gegenseitig, das ist nämlich gerade sonst nichts los. Lass mal. Ray ist auch dabei. Yeah. Und so zentral in die Mitte. Soll ich mich mitdrehen? Ah, in die andere Richtung drehen. Ja.
cool. Was war das Highlight? Ja. Tada! Kamera, Männer, Fighten, Battle, irgendwas. Mein Auslöser klemmt. Ich bin hit. Ich darf nicht. Ja, was machen wir eigentlich hier, Jungs? Ich weiß es nicht. Es gibt voll spannende Sachen. Okay. Keks. Keks? Ja. Ich hab da Koks gelesen. Yeah, top das. Was? Sonny! Erst mal hier da vorne! Da können wir nicht hinterher, das wagen wir nicht. Keks kann ich helfen, ich habe keine Wiederbelebungstränke mehr. Hast du noch einen Trank? Was? Hast du noch Wiederbelebungstrank? Nee, leider nicht. Verkauft. Tut mir leid. 20 Zonen Rudo. Hast du gezogen? Kopfschuss? Ja. Ja, ein Kopfschuss. Wo ist der nächste? Hier! Keks kann ich helfen, ich habe keine Wiederbelebungstränke mehr. Hast du noch einen Trank? Was? Hast du noch Wiederbelebungstrank? Nee, leider nicht. Verkauft. Tut mir leid. 20 Zonen Rudo. Hast du gezogen? Kopfschuss? Ja. Ja, ein Kopfschuss. Wo ist der nächste? Hier. Ich hab Oma. Und trifft dir eh keiner. Da! Was ist los? Was ist eigentlich? Tattoo 21? Ich muss die Kacke abdampfen. Da im Haus. Ich brauch den Tal von dir. Was wir hier halten, machen eure Stellungen halten. Leichte Armverletzung? Ja. Schick weiter Geld. Die ganze Wäsche verrutscht. Den behältst du? Dein Krankenschein? Da wohnen wir ja hier. 30. Das war eine leichte was? So, er hat schon. Ach, das und so. Leichte Armverletzung. Leichte da. 30 Flecken sind zusammen. 30. Ja, ist gerade in der Handelsart ein. Ich weiß nicht, wie lange ihr braucht. Ich dachte, du brauchst nichts in der Zeit. Na gut, weiß ich. Komm, wir gehen mal wieder ins große Heizhaus. Ich habe es zweimal nicht mehr rausgeschafft. Was ist hier? Panasonic. Gute IBM-Laptops. Mit bestimmt total geilen Daten drauf. Ich muss mich einhängen.
kann man sicherlich verkaufen. Kann man, hier kann man bestimmt die Predator-Raketen zünden. Oh ja. Oh ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel Geld. Ah, hallo. Was war das jetzt für eine Aktion? Was war das für eine Aktion? Ich fühle mich getrollt aufs Härteste. Hat funktioniert, ja. Ich bin drauf reingefallen. Das ist gemein. Das ist so böse. Und ich falle erstmal voll drauf rein. Yeah. Hallo, hallo. So, jetzt haben wir dieses eine spannende Szene. Na klar. Wie soll ich dich denn am besten filmen? Was? Boah, hast du ein geiles Ziel auf den. Du musst... Oh. Ja. Ich sehe ihn. Hast du ihn getroffen? Das ist geil, das ist geil. Vielleicht wenn er mal stirbt. Ich glaube, es ist leer. Ja, ist leer. Aber geil ist halt echt. Das ist ja auf die Entfernung alles. Ja. Jetzt war niemand rausgehittet, aber... Respekt. Also die Sniper, die ich da vorne in der Hand hatte, die haben alle nur verzogen. Hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Aber hier kannst du auf... Was sind das hier? Erst mal ausgerechnet, was das hier sind. 128 Meter oder so. Danke. Kannst du mal auf das Fenster links von der Mauer mal feuern? Dankeschön. Einfach nur ein geiles Teil. Ich glaube, die Welt läuft. Ein Menschenauflauf. Akku ohne Ende. Ich will die. Was ist das? Ach nee, du kannst. Ich hab grad. Ich weiß nicht, wie gut schießt du damit? Beine in die Bar! Panik bricht aus. Das hat Potenzial für einen Dubstep-Song, dieses Dö. Hast du es gehört? Oh, was? Wir werden alle sterben. Traurige Musik und jeder, der hier draußen steht, weiß, er wird gleich sterben. Ich schaff's nicht mehr. Escape! Lauf! Lauf um dein Leben! Ich glaube, mein Tail wird dreckig. Darfst du dich nicht hier überall hinlegen? Ja, glaube ich, sehe mehr Kameramann als Spieler. Obwohl es hier rein gar nichts zu filmen gibt. Deswegen filmen wir uns die ganze Zeit gegenseitig. Faszinierend. Das wird so, was tut Keks am Tag? Es kommt dramatische Musik. Das heißt, es muss gleich etwas passieren. Eigentlich.
Dahinter. Ey. Türen und Fenster ist was. Ja, aber da hinten auch. Da legt ihr da auf die Anhöhung oder gehen wir durch und dann fallen die ab. Ja, einmal so zu dauern. Hit gegangen. Ja, nee, ich muss das ja auch nicht weiter schießen.
Was wollt ihr hier? Wo ist er noch? Seht euch zurück! Darfst du runter, dann darfst du reinkommen. Nimm die Waffe runter. Wir befinden uns jetzt direkt in der Zone und Escape hat mir dieses seltsame Trinken gegeben. Stimulationsdrink, ein Kussmund und Blow. Also was das jetzt heißen soll, das kann man sich ja selbst zusammenreimen, so in etwa. Aber das Interessanteste ist, dass die tatsächlich seit dem 21.03.2011 abgelaufen sind. Und wenn das nicht radioaktiv ist und voll Saisonfieber verbreitet, dann weiß ich auch nicht. Woher hast du dieses Trinken? Woher hast du das? Von The Sound. Woher? Von der Orga. Du hast jetzt Schrumpfboden. Das ist noch kleiner als vorher. Oh mein Gott. Ah, Angriff. Wow, wow. Dann muss er wieder zurück. Das sind die Special-Effekte. Wir können uns Zombies kaufen für 20 Stunden. Wir testen es. Oh, es bildet sich giftiger Schaum. Reaktion. Es zeigt sich Reaktion. Bestimmt. Bestimmt ätzt es jetzt den Stein weg. Morgen ist dann noch. Also, wer will. Was ist das und was bringt das? Und das ist bestimmt das Produkt purer Langeweile. Okay. Hast du leicht verschreckt? Echt? Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Bitte alle dicht los umwerfen! Achtung, Achtung! Bitte alle dicht los umwerfen! Das ist eine Sauerei! Was war das? Hast du die Ansage? Ja, 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 hab ich so drauf. Ja. Alle, die schon immer einmal wissen wollten, wie ich in echt aussehe, so hier, nicht. so hier, ne? Okay. Oh mein Gott! Double Rainbow. Ja, das war mein altes Stativ, mit dem ich gefilmt habe. Ich werde damit wahrscheinlich immer noch filmen, weil das Ding, was ich gerade in der Hand habe, gehört nicht mir. Aber ich hoffe, das wird sich schnellstmöglich ändern. Gelöst mit einer Gabel. Man merkt deutlich, was mehr wackelt beim Gehen, ne? Jungs? Warum mache ich hier so eine Kommentatorstimme? Mann, sind wir cool. Ja. Nein, danke. Komm, wir gehen schon mal zu den Snorkern. Nur ein bisschen raufen. Einfach vorwärts gehen. Vorwärts, hier gibt's nichts zu sehen, weitergehen. Hast du XLR wieder rein? Ja. Okay. Der steckt. Da würde ich nicht hinterlaufen. Oh yeah. Du musst so zur Seite fliegen, sonst ist das nicht cool. Das geht nicht! Ich kann was sowieso machen, ne? Schneiden wir zusammen. Ja. Mach nochmal, aber getimed. Das ist... Boah. Ja, ich bin bereit. Jo. Okay, warte. Okay, los.
Frau Müller, bitte an die Information. Frau Müller, bitte. Jetzt musst du nochmal anmachen. Okay. Cooler wäre, wenn du es mir als JPEG schicken könntest. Kann ich. Okay. Alles klar. Und dann möchte ich aber, dass Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Psycho. Happy Birthday. Rettet mich. Achtung, ein Kabel wird hier durchgezogen. Ja. Sieht geil aus. Mogli! Moment. Achso. Okay, zusammen, Abschluss, hey. Das ist. Ich will es eigentlich nicht, aber es sind wieder so ein paar Sachen, die mich ein bisschen stören. Das werde ich wahrscheinlich im Forum noch schreiben. Aber das Ganze. Es war nicht ganz so schön, wie ich es erwartet habe oder Corpus so schwarz gemalt hat. Nee. Corpus hat auch verpennt. Ja, Corpus hat nur schwarz gemalt, dann geschlafen. Also, Feedback von ihm sind unwirtschaftlich und absolut nicht ernst zu nehmen, bitte.